Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um Triggerboxen und wie man einen Boolean-Wert über eine Triggerbox ändern kann. Das heißt, sobald mein Charakter durch die Triggerbox läuft, ändert sich der Bool-Wert von False zu True oder von True zu False. Das ist, genau. Wir sind jetzt wieder im Third-Person-Template. Das geht mit jedem anderen Template, aber ich finde, der Third-Person-Template ist ganz gut für ein Tutorial. Okay, also fangen wir an. Wir gehen erstmal zu den Level Blueprint. Ja. Genau. Ah, genau. Fangen wir erstmal woanders an. Wir setzen erstmal einen Triggerbox. Ja. Wie haben wir das gemacht? Wir haben hier ein Panel, das nennt sich Place Actors. Hier können wir direkt eine Triggerbox einsetzen, geben hier einen Trigger und setzen in den Triggerbox ein, drücken das Kürzel R für eine Dimensionierung, drücken Leerzeichen, um das Ganze hoch zu bewegen. Hier habt ihr drei Translationen, also Translation, Rotation und Skalierung. Und man springt meistens zwischendurch mit Leertaste. Und jetzt gehen wir mit der Skalierung. Genau, jetzt haben wir hier eine Triggerbox. Und sobald der Charakter hier durch eine Triggerbox läuft, wird ein Event getriggert. Genau. Und dieser Trigger-Event, den bearbeiten wir im Level Blueprint. Dazu gehen wir hier auf diesem Panel Open Level Blueprint, da sind wir schon im Level Blueprint. So, jetzt haben wir das Ganze ja markiert. Wenn wir eine Markierung auf einen Triggerbox haben und direkt im Level Blueprint arbeiten, dann können wir direkt auf diese Triggerbox referenzieren. Wie geht das? Wir klicken auf die rechte Maustaste und hier haben wir direkt, wenn wir Context Sensitive hier eingehakt haben, ein Event. Hier können wir zwischen verschiedenen Events entscheiden. Wir entscheiden uns für Add-on-Actor Begin Overlap. Ja? Sobald ein Overlap ist, sobald eine Überschlappung stattfindet, geht dieser Event los. So, was machen wir hier? Zum Beispiel Print String. Wir geben wieder etwas aus. Print String, hier ist Hello. Wir wollen aber kein Hello, sondern eine Variable, und zwar einen Boolean-Wert. Boolean-Wert ist, wir können irgendwas sagen, Wert, ja. Boolean-Wert, wie wir wissen, hat zwei Zustände, einmal True und einmal False. Ja. Der Default-Wert, also der Wert am Anfang, ist hier False, wie man hier auch in der Infobox sehen kann. Den ziehen wir hier rein, die Variable, und nehmen einen Get-Wert, wir lesen es aus, und ziehen das in InString. Ja. Jetzt haben wir Folgendes, wir haben, also sobald der Actor über diese Triggerbox läuft, wird ein String ausgegeben im Viewport. So, testen wir das Ganze mal, gehen hier drauf, Play, und laufen erstmal hier durch die Gänge. Und sobald wir hier drauf gehen, steht oben links False. Genau, das ist schon mal richtig. So, jetzt wollen wir aber, sobald der Charakter durch diese Triggerbox läuft, wollen wir, was am Anfang False war, auf ein True umwandeln. Dazu machen wir Folgendes. Wir gehen hier hin und sagen, sobald das Spiel anfängt, also Begin, es gibt ja ein Event Begin Play, ja, diesen Event gibt es auch, sobald das Spiel anfängt, also sobald ich hier auf diesen Play-Zeichen drücke, wird sofort ein Wert ausgegeben, das ist False, genau. Jetzt wollen wir aber diesen Variable ändern, sobald er über die Triggerbox läuft. So, wie machen wir das? Wir haben ja ein Get und ein Set bei einer Variable und sobald er rüberläuft, wollen wir eine Set-Operation durchführen. Okay. So, wie machen wir das? Wir ziehen das hier rein und nehmen hier statt Get Set. Ja? Und jetzt, sobald ein Actor quasi überläuft, wird das ist False im Moment, wird es auf True umgewandelt. So, ja. Und geben wieder ein Print String. Und den Ausgangswert, ja, verbinden wir mit dem Print String. Und der Boolean-Wert wird dann wieder in einen String-Wert umgewandelt und wird dann ausgegeben. Jetzt gehen wir auf Play und laufen, laufen, laufen und True. Ja? Also nochmal, am Anfang False, hier oben links, und sobald wir über diese Triggerbox laufen, wird ein True daraus. Ja? Und so kann man das halt natürlich nutzen für seinen eigenen Beispielaufgaben. So, das war's für heute von mir und falls ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.